Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Cube World, Größe 4x5. Und ja Leute, es ist die erste Folge nach meinem Urlaub. Team Grün ist voll. Das ist creepy. Ich habe gerade eine wunderschöne Folge Kingdom aufgenommen. Und dann habe ich festgestellt, tja Torben, deine Festplatte war voll. War uncool. Es war echt eine mega geile Folge, ohne Spaß. Ach, das war zu cool, um es zu erzählen. Naja, ist ja auch egal, Leute. Wie gesagt, erste Folge nach dem Urlaub. Beziehungsweise jetzt erste Folge aufnehmen, aber zweite Runde spielen. Das heißt, ich habe mich schon wieder ein bisschen eingespielt. Und ja, Cube World ist eine coole Map, kann man viel machen. Ich hoffe, wir haben auch einigermaßen gutes Team. Und ja, was ich jetzt direkt zu Anfang mal sage, ist ein paar Sachen, die ihr in die Kommentare schreiben sollt. Das habe ich beim letzten Video in der Mitte gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann alle sehen. Deswegen jetzt hier am Anfang. Erstmal könnt ihr in die Kommentare Challenges schreiben. Ich habe vor, wieder Challenges in Bed Wars zu machen. Es macht mir einfach am meisten Spaß, glaube ich. Weil normal Bed Wars, ohne jetzt angehen zu wollen, ist ein bisschen leicht, beziehungsweise... wie soll ich sagen, nicht spannend genug für uns. Und genau, deswegen wollen wir wieder Challenges haben. Und ja, das ist die erste Sache. Ja, alles klar. Dann die zweite Sache, Leute. Habt ihr Bock, dass Tobi, Flo und ich mal so ein Q&A-Video machen, weil viele danach gefragt haben? Kollege, so nicht. Junge, du kannst mich doch nicht runterschlagen und dann denken, dass du damit durchkommst. Weil ich habe viele Fragen gesehen und die will ich nicht nebenbei in so einem Bed Wars Video beantworten. Dafür will ich dann ein eigenes Q&A Video machen und ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt. Alter, habt ihr gesehen, wie ich einfach um den rumgesprungen bin? Nice. Okay, gut, gut, das war gut. Puh, okay. Leute, wir haben eine Kill sogar noch bekommen, der ist vorher nicht gestorben. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mich so aus der Facecam lehne. Das passiert mir öfter mal. Und ich habe schon ewig nicht mehr mit Facecam aufgenommen. Deswegen, da müssen wir ein bisschen Vorsicht walten lassen. Achtung. Okay, unser Bett ist immerhin schon etwas eingebaut. Das heißt, dass man Zeit hat, hier runterzukicken, falls sie kommen. Nicht so wie da gerade. Ich baue dann nochmal eine Schicht vor. Sicher, sicher. Einfach, weil auf Cube World geht das so unglaublich schnell. Da kommt schon einer. Ein Mario. Ach komm, das ist too old. Das ist too old, mein Lieber. Er wirft seine Spitzhacke weg, dann tun wir das auch mal. Ein Zeichen des Respektes. Oh Mann. Gut, ein Bett haben wir schon bekommen, Leute. Das war doch ein guter Start. So. Ich würde mal sagen, wir haben starke 7 Bronze. Ja, na, nein. Ja, okay, war schon mal gut. Hier schenke ich dir. Ich will jetzt halt nicht mehr sterben, weil sonst bin ich tot. Was macht der denn? Ja, klug gesagt, Torben, übrigens. Ich will nicht mehr sterben, weil sonst bin ich tot. Ich rede echt super Zeug. Also, wer es noch nicht wusste, wenn ihr sterbt, dann seid ihr tot. Zitat, Torben. 2015. Heute ist der 9.8., glaube ich. Ja. Wow. Klug, Tor. Okay. Das haben wir erledigt. Wir haben schon mal ein bisschen Weisheit hier in die Folge gebracht. Ein bisschen philosophisch geredet. Und Blau mag uns, glaube ich, nicht. Achtung. Man muss ja Achtung nicht immer richtig schreiben. Das Wichtigste ist ja, dass es schnell genug ankommt. Okay. Ich weiß gar nicht, ich werde den zweiten Kill bekommen. Ich? Ja! Schön, das freut mich. Okay. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber ich habe es geschafft. Das ist die Hauptsache. Dann ist nebenbei noch das Bett von Team Grün abgebaut worden. Okay, er ist nur noch rot. Was wollte ich noch sagen, Leute? Wie gesagt, ich habe Bock auf so ein Q&A-Video. Wenn ihr auch Bock auf so ein Q&A-Video habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Generell bin ich mal wieder auf euer Feedback jetzt gespannt nach der Woche Pause, beziehungsweise
wo es halt nur ein Video gab. Zack, Team Grün auch eben vernichtet und die Kills geholt. Da oben kommt ein Roter, ich hoffe, ihr macht den, Leute. Ich vertraue da in euch. Ja, da kommt noch ein Vollekrypter, der sollte den holen. Ich bin mir eigentlich nie sicher. Man kann sich nie sicher genug sein. Ah, das schaffen die. Ich gehe zu... Oh. So war das nicht geplant, wirklich nicht. Aber ich versuche jetzt mal einfach... Ja, okay, sie haben ihn. Ich versuche jetzt einfach mal zu Team Rot zu rushen. Okay, schon wieder gekonnt über den Angreifer gesprungen. Nice. Geschafft, Alter. Puh, das war gewagt. Ich hätte mich, ich musste mich entscheiden zwischen Typen killen oder direkt aufs Bett gehen. Ja, okay, da hatte ich einfach zu wenig Life. Ich hoffe, ich bin nicht wieder mit meinem Kopf in der Facecam zu sehr runtergegangen. Das wäre doof, weil seitdem ich mein Zimmer umgebaut habe, musste ich ein bisschen gucken, wie ich das so mit dem Facecam-Rahmen und so alles hinbiegen kann. Ja, sonst läuft's aber. Ja, wie gesagt, Bad Wars habe ich noch drauf. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Q&A-Video habe ich Bock drauf. Challenges habe ich Bock drauf. Ich habe Bock auf vieles. Ich habe Bock auf Combat und auf Team Knockout. Oh ja. Da habe ich ganz besonders viel Bock drauf. Ist hier unten einer? Nee, ich glaube nicht. Doch. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir den hier von hinten jetzt surprisen. Müssen hier ein bisschen rumtouren. Nice, haben wir geschafft. Okay, gut, gut, gut. Man muss ein bisschen... Oh! Hä, lol. Okay, kann man machen. What the fuck? Irgendwie hatte ich das Gefühl, er war ein bisschen surprised, dass ich da war. Oder er war einfach ein bisschen blind. Kann natürlich auch sein. Ich hätte sie letztes da, genau. Nein? Alles klar. Holen wir uns doch mal so eine Sophia, ja? Ach, wir haben gar nicht viel Bronx. Alles klar. GG, Leute. 10 Minuten waren das. Das war chillig. 8er KD. Oh, nice. 2 zerstörte Betten, 8er KD. Ich würde sagen, ich bin Spieler des Spiels. Okay. Schöne Runde von mir. Huiuiui. Cool, cool. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, so eine schöne. Ja, Leute. Schreibt mir die Sachen in die Kommentare. Ich hoffe, es gefällt euch, dass jetzt wieder Videos kommen. Ich gebe mir auch wieder mehr Mühe mit den Videos. Keine Ahnung, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Die Woche Auszeit hat mir gut. Und jetzt habe ich wieder Bock auf Schneiden, aufs Produzieren, auf alles Mögliche. Heute Abend bin ich erstmal noch auf der Kranker Kirmes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Lol, was passiert denn jetzt hier? Okay. Das ist so ein Kirmes halt, ne? Hier im Ruhrgebiet. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr kann ich nicht sagen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das wird uns sehr freuen und unterstützt uns auch und motiviert uns. Der Standard-Scheiß halt, ne? Und falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Darüber würden wir uns natürlich auch freuen. Bald haben wir die 5000 Abonnenten. Das ist echt fresh. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Also, morgen schaltet dann wieder ein. Nee, bis dahin. Ciao. Und ciao. Ich wollte eigentlich sagen... Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Egal. Ciao, ciao.